Vielleicht läuft es da besser. Also das war eben Vasenbrecher endlos. Ja. Wenn man es ordentlich macht, kann man das ganz gut spielen. So wie ich es gemacht habe, sollte man es nicht machen. Es war nicht so ganz toll gelaufen. Ich hoffe, dass ich hierbei etwas mehr Erfolg habe. Hier kann man wenigstens etwas mehr Gehirn benutzen. Bei dem anderen, das ist ja dann doch eher mehr theoretisch. So, mal sehen, ob es klappt. Mein Plan ist, dass der Tanzzombie seine Leute benutzt, um die Nachbarreihen auszulocken. Und damit es richtig cool wird, lasse ich gleich zwei reinlaufen. Erstaunlich eigentlich, wenn ich mir recht entsinne, sind das nämlich Pappmaché-Figuren, die der Deputy Dave hier hingestellt hat, um eine Abwehrsituation in meinem Garten nachzustellen. Dafür bewegen die sich doch schon ziemlich gut. Also das war ein Level, wo ich ziemlich viele Sonnenpunkte machen konnte. Davon ausgehend, dass ich das halt schaffe. Das Tolle ist, die Sonnenpunkte, die ich hier sammle, oder die Sonnen, die darf ich behalten für das nächste Level. Das heißt, je weniger Sonnen ich benutze in einem Level, desto mehr habe ich im nächsten Level, um mit den Zombies die Hausbewohner zu überrennen. Oder die Gehirne, die da liegen zu essen. Ich fände es ja cooler, wenn man nicht Sonnen als Zombie sammeln würde, sondern Gehirne. Aber gut. Man kann ja nicht alles haben. So. Ich habe gerade mal wieder die Schnurrwerte eingeschaltet. Gut, diese Herren hier, diese in dem tollen gepunkteten Hemden tragen so Schnurrwerte, aber die anderen nicht. Gut gemacht, aktuelle Serie 1. Als ob es so ein großes Können gewesen wäre, eine Einer-Serie hinzubekommen. So. Jetzt ist es wichtig zu gucken, dass man den Magneten ausschaltet, weil der Magnet verhindert, dass sich Leiter-Zombies, Buddel-Zombies, Football-Zombies und Eimer-Zombies einsetzen kann, weil die metallische Gegenstände haben, die uns geklaut werden. Wir erinnern uns, damals, als wir den Abenteuermodus gespielt haben, haben wir es zu unserem Vorteil genutzt. Macht aber jetzt, wenn man dagegen antritt, gar keinen Spaß mehr. Was wir machen können, ist, wir können hier unten einen Eimer-Zombie durchjagen, weil der ist weit genug weg von dem Pilz. So. Ja, ich würde sagen, wir holen uns einfach mal gerade den Magnetpilz. Schaffen wir. Sehr gut. Und jagen hier mal gerade einen Football-Zombie durch. Und hier mal gerade einen Football-Zombie durch. Das können wir nur machen, weil wir eben im letzten Level so viele Sonnenpunkte uns ergattert haben. Schnell die Sonnen aufsammeln, damit sie nicht verschwinden. Das ist nämlich wirklich sehr ärgerlich, wenn man hier die Sonnenpunkte verliert. Oh. Ach, das ist eine Doppelschusserbse. Ach, da habe ich nicht genau aufgepasst. Na klar. Klar. Natürlich, dass das jetzt klappt. Können die jetzt nicht weitergehen? Ich sag bloß, die können immer nur dann weitergehen, wenn er keine Butter am Kopf hat, der andere. Wäre natürlich doof jetzt. Ich hoffe auch, dass der Tanzzombie in der Mitte ist über dieses Stachelkraut schafft, weil das wäre sonst auch ziemlich blöd.
Ich hoffe auch, dass er nicht gerade stehen bleibt und tanzt, wenn er über dem Stachelkraut ist. Ist natürlich auch doof. Und er macht's natürlich. Ah, da schickt mir schnell ein Wicht hinterher. Ich weiß nicht, ob wir den Wicht überhaupt brauchen, aber sicher, sicher. Ja. Wäre wahrscheinlich auch so gegangen. Aber vorsichtig ist die Mutter der Katzenangriffe. So, jetzt holen wir uns die Sonne noch. Und haben damit hoffentlich dann auch dieses Level gleich geschafft. Also es scheint etwas besser zu laufen. Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ihr auch immer dieses Knister-Knaster-Geräusch hört. Ich habe wohl einen leichten Wackelkontakt am Kabel meines Mikros oder meines Kopfhörers. Ich weiß es nicht, woran es liegt. An welchen von den beiden, aber das war ja nix. Mist. Schade, ich dachte, das ging mit dem Eimer-Zombie. Aber der Eis-Chip hat einen doch mehr verlangsamt, als ich erwartet habe. Beziehungsweise es hat uns stärker beeinflusst. Ja, und dann höre ich immer mal zwischendurch so Knacken. Und ich hoffe, dass ihr das nicht auch dann auf der Aufnahme habt. Naja. Also wenn ich hier dieses gespielt habe, egal wie weit ich jetzt komme, ich wollte es euch nochmal zeigen, damit ihr gesehen habt, wie das endlos ist. Gut, man hätte sich am Namen her schon erahnen können, wie das funktioniert. Ich hasse dieses Level. Also mit dieses Level meine ich die Zusammensetzung der Pflanzen. Ja, ja, ja. Also ich schaff's nie, so viel Butter hintereinander zu schießen. Wahrscheinlich schießt ihr jetzt gleich wieder Butter. Müsste die Butter nicht, wenn sie über die Flamme geschossen wird, schmelzen? Der Richtigkeitshalber. So. Wir jagen hier mal den Michael durch. Der macht das schon für uns. So langsam, Verräter. Ach, super. So, komm. Du hast für dein Geld. Ach, das gibt es doch nicht. Der hat nicht mal eine Sonne angenagt. Ist nicht so ganz optimal gelaufen. Dann schicken wir den mal dadurch, dass er wenigstens da frei rammt. Also ich muss das... Oh, Entschuldigung, ich darf also den Kopf nicht bewegen. Ich muss mir jetzt was Schlaues überlegen für die von oben nach unten gezählt, die vierte Reihe. Weil da ist so ein... Da ist der Stinkpilz. Der tut halt alle Gegner, die hintereinander stehen, trotzdem treffen. Was halt ziemlich nervig ist auf Dauer. Vielleicht klappt das... Nein, ich hab den Magnetpilz vergessen, den haben die anderen ja gar nicht beseitigt. Vielleicht klappt das so. Wenn ich jetzt den dadurch schicke, dann ist er tot, bevor... Und wenn ich ihn da durchschicke, dann... Dann mache ich das so. Bitte fressen. Sehr gut. Okay, es hat wenigstens mal was geklappt, so wie ich das wollte. Und du schaffst es ja über das Stachelkraut, dann hau ich dich. Mann. Gibt's gar nicht hier. Weil ich meine mich erinnern zu können, dass wenn man... Immer wenn man drei Level hintereinander geschafft hat bei dieser Endlos-Eye-Zombie-Ding, dass man dann
Ach, na super, klasse. Na, halt ich mal. Dass man dann denken. Da war ja was. Moment, ich muss kurz überlegen. Dass man dann ein Saphir bekommen hat. Diese blauen Edelsteine, die hier als Diamanten bezeichnet werden. Was schicke ich denn da jetzt in der Mitte durch? Ich habe eh schon so wenig. Ich mache es ein bisschen so. Bitte werd gefressen. Sehr gut. Ach, also wir sind nicht mehr so super im Schnitt mit den Sonnen. Also 650 Sonnen ist ganz okay, aber es hängt von dem nächsten Level ab, ob das gut ist, dass wir so viele, viele in Anführungsstrichen haben oder nicht. Brains. Ja, Brains. Hm, ganz genau. Ach so, nein. Es gibt kein Saphir, sondern es gibt einen Beutel voll mit 250 Euro. Ihr wollt mich doch verhonepiepeln hier. Das gibt's doch nicht. So viele Kartoffelminen, damit man nichts durchgraben kann, dann die ganz vielen Stinkepilze. Ach, könnte ich schon wieder kotzen. Soll ich den da durchjagen? Und dann da hinten noch die Matschkürbisse. Ja, na klar. Und dann so wenig Sonnen nur. Also, wenn ich jemals von einem Scheiß-Level erzählt habe, dann habe ich dieses hier gemeint. Warum? Weil es scheiße ist. Ich versuche jetzt die drei unteren Reihen auf einmal abzufertigen. Beweg dich nach vorne und tanz nicht so viel. Ist der Pilz weg? Voll Idiot. Der stirbt doch schon wieder, der Depp. Also... Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich jetzt drüber lachen. Geh einen Schritt vor und bleib vor dem Stachelkraut stehen, bitte. Ja, vorher. Du musst die Zombies noch erwerfen. Oh ja, Mann. Der macht sogar knapp. Also, das war wohl wieder mal nichts. Leider schafft es, glaube ich, so ein kleiner Pimpf nicht über das Stachelkraut drüber. Und, das ist halt dann auch immer ein bisschen blöd. Wenigstens konnte ich jetzt 200 Sonnenpunkte plus machen. Aber ich habe das Level ja noch gar nicht geschafft, also ob das so gut war bis jetzt. Ich muss noch eine Kartoffelmine, also heißt, irgendeinen muss ich da noch opfern. Hier wird auch einer gefressen, aber ich kann hier keinen von denen durchschicken, weil A sind die ziemlich teuer und B, ich hoffe, dass hier über das Stachelkraut niemals drüber. Boah, scheiße. Nee, ist das scheiße. Ich weiß gerade nicht, welchen Zombie ich nehmen soll. Also hier oben ist klar, ich schieße jetzt mal so einen kleinen durch, damit der das Pflanz kaputt macht und das zweite weghaut. Jetzt muss ich aber schon, damit das überlebt, glaube ich, so einen durchjagen, Pylon-Zombie. Hol ich mir erstmal da die Sonne. So, ich weiß nicht, ob der Wicht es schafft, das Ding hier zu zerstören. Weil wenn ich einen Eimer-Zombie durchjag, wirkt mir das etwas überpowered, aber beim Pylon-Zombie habe ich Angst, dass er es wiederum nicht schafft. No risk, no fun. Und jetzt darf ich ein bisschen schneller. So, hier... Ja, weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Wenn ich den durchjag, den Football-Zombie, kommt es mir etwas verschwenderisch vor, weil der halt von der Pflanze gefressen wird. Und... Ich überlege, ob ich einen Stabhochschwung-Zombie drüber schicke.
der gefressen wird und dann was anderes hinterher schicke. Das könnte ich theoretisch mal probieren. Komm schon. Bitte überlebe es. Scheiße, der schafft es leider nicht so, wie ich es erhofft hatte. Doch, er schafft es. Oh, nee. Da wäre jetzt ein Pylonenzombie natürlich billiger gewesen. Aber ich hatte irgendwie erwartet, dass er das schafft. Jetzt wissen wir, dass so ein Stinkpilz wenigstens stärker ist als so eine Erbse. Beziehungsweise oder einfach eine höhere Feuerrate hat. Ach ja, es wird immer schöner. Schon wieder nur 4 Sonnenblumen. Oh, Entschuldigung. Ach, dieses blöde Geknister.